Hallo, ich bin Carsten in Andreasberg. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin heute mal wieder ins Sauerland gefahren. War schon lange nicht mehr hier. Bin heute, wie gesagt, bei Andreasberg. Andreasberg gehört zu Bestwig. Also ich bin im nördlichen Sauerland. Also viele werden mit dem Ort Bestwig nichts anfangen können, aber wenn ich dann sage Fort Pfann, denke mal, dann werden schon so einige mehr wissen, wo ich jetzt hier gerade bin. Ja, ich muss mal heute wieder jemanden grüßen. Und zwar muss ich die Sigrid grüßen. Auf deren Empfehlung bin ich nämlich heute hier auf dem Weg unterwegs. Den hat sie mir gestern empfohlen. Ich hatte in unserer Facebook-Gruppe geschrieben, dass ich heute Lust habe, hier im Sauerland eine kleine Tour zu machen. Und ja, ich bin jetzt auf dem ersten Kilometer, schätze ich mal. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt der Weg mir schon ganz schön. Oh je, die ganze Zeit höre ich schon die Fichtenmopeds jaulen. Und hier rechts und links des Weges sieht es auch so aus, als wäre hier vor kurzem Forstbetrieb gewesen. Ich hoffe mal, ich kann heute meinen Weg auch gehen. Das wäre natürlich doof, wenn ich gleich auf einmal vor einer Sperrung stehen würde. Ich bin immerhin 1,5 Stunden hier hingefahren. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber scheinbar habe ich Glück. Hier so 200 Meter oberhalb des Weges sind sie am Schneiden, aber hier der Weg ist zum Glück noch frei. Ja, bei dem herrlichen Wetter, ne, da bleibt doch keiner zu Hause, oder? Wahnsinn. Ja, der Turm ist so im Prinzip, wenn man so will, Ziel der Tour, wobei man auf den Turm nicht drauf kann, oder zumindest wir können da jetzt nicht drauf, weil er steht auf dem Gelände vom Freizeitpark Fort Pfann und die haben jetzt sowieso Winterpause, also keine Chance da hochzukommen. Aber Sigrid hat geschrieben, dass da vorne, wo die Wetterfahne ist, da soll auch noch ein toller Aussichtspunkt sein. Ja, und hier der Hang. Also ist nicht ganz umsonst, dass da vorne eine Windhose baumelt, weil dieser Hang wird auch als Starthang für Paraglider und Drachenflieger verwandt. Ja, ein bisschen Überwindung kostet das, glaube ich, schon, wenn man hier den Hügel runterlaufen soll. Ist ganz schön steil. Ja, da unten steht das Riesenrad von Fort Pfann.
Ja, den Skilift haben sie auch schon fit gemacht. Aber bis jetzt gibt es ja noch nicht wirklich Schnee. Na, meint ihr, es hat sich gelohnt, hier hinzufahren? Weiß nicht. Ja, ich habe echt Glück. Hier auf dem Rückweg wird auch Holz gemacht. Beziehungsweise ich komme jetzt an der Stelle nochmal von der anderen Seite vorbei, wo ich vorhin schon war. Und hier komme ich auch so gerade eben noch, dass der Weg nicht gesperrt ist. Da habe ich Schwein gehabt. Und hier an dem Kreuz mit der tollen Aussicht. In diesem Kästchen hier vorne gibt es ein Wanderbuch. Da habe ich mich natürlich auch gerade drin verewigt. Ja, und Sigrid und Ralf, wenn ihr das seht, ich habe mich tatsächlich direkt hinter eurem Eintrag ins Buch eintragen können, denn ich war direkt nach euch der Nächste. Ja, ich habe Sigrid ja heute schon ein paar Mal erwähnt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass sie einen kleinen Wanderblock betreibt. Ja, der Wanderblock heißt Sigipix. Ich werde ihn unter dem Video hier verlinken, weil da auch die Tour runterzuladen ist. Und die verlinke ich ja meistens unter meinen Videos. Ja, und was gibt es da zu lesen? Also Sigrid wohnt mit ihrem Mann im Sauerland und dementsprechend machen die natürlich die meisten Touren auch hier im Sauerland. Und die Eindrücke von deren Touren werden natürlich dann auch schön da beschrieben. Aber Sigrid ist auch nicht nur im Sauerland unterwegs, so die ein oder andere Tour außerhalb des Sauerlands ist auch dabei. Ja, und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Ich denke, Sigrid wird sich über den ein oder anderen Besucher mehr bestimmt freuen. Ja, so langsam komme ich nach Andreasberg zurück. Da unten sieht man jetzt schon die ersten Häuser. Ich hatte heute bei dem herrlichen Wetter wirklich eine schöne Tour. Schöne Aussichten gehabt, auch hier nochmal wirklich eine schöne Aussicht. Und von daher würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzufahren, mal wieder ins Sauerland zu fahren, mal wieder ein bisschen weiter wegzufahren. Hier hat man wenigstens mal wieder ein bisschen Aussicht gehabt. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.